Entschuldigen Sie, darf ich Ihnen kurz eine Frage stellen? Bitte. Sind Sie Publizistik-Absolventin? Nein, ich bin Juristin und bin hier in meiner Funktion als Leiter der Personalabteilung der Universität Wien. Wir haben uns nämlich schon gewundert, ob Sie vielleicht Publizistik studiert haben und dann abgebrochen haben. Nein, ich gehöre nicht zu den berühmten Abbrechern. Ich habe ganz ordentlich mein Jusstudium beendet und bin jetzt in der Universitätsverwaltung in leitender Position tätig. Ich gehöre zu den wenigen Managerfrauen, die es gibt. Weil die Universität Wien ist ein Großbetrieb und es sind rund 5.500 Bedienstete, von klein unten bis zum Professor. Und wie finden Sie das Gebäude? Ich finde es wunderbar und ich freue mich, dass der Herr Professor Langenbucher diesen großen Stich gemacht hat. Die Geschichte kennen Sie ja. Weil andere nicht wollten, hat er zugeschlagen und er hatte den Mut. Und darum habt alle Studenten jetzt so schön. Danke fürs Gespräch. Wie gefällt Ihnen das Gebäude? Also ich bin zum ersten Mal hier und ich muss sagen, ich bin überrascht, dass der öffentliche Dienst in der Lage ist, so ein Gebäude für ein Institut der Universität Wien zur Verfügung zu stellen. Ich beglückwünsche die Publizistik und Kommunikationswissenschaft zu diesen hervorragenden Arbeitsbedingungen. Werden Sie weiterhin an den Feierlichkeiten teilnehmen oder ist es der einzige Donnerstag, an dem Sie da sind? Ich werde in Zukunft sicher bei mehreren Veranstaltungen teilnehmen, weil ich ja der administrative Direktor der Fakultät bin, zu der die Publizistik gehört. Krawatten müssten wir filmen und nicht diese da, ne? Die Langenbuchersche Modebewusstheit habe ich natürlich nicht, um das zu dokumentieren auf ewige Zeiten. Und wie finden Sie unsere Ausrüstung? Die weiß ich ja, ich bin neidig, aber wir haben auch so eine gute und wir werden gemeinsam doppelte Filme machen. So was noch. Sind Sie bis jetzt mit dem Ablauf der Feier zufrieden? Das Essen ist sehr gut gewesen. Und das Trinken? Nein, also ich mache Ihnen gerade das Leben schwer, indem ich Sie frage und Sie haben es noch nicht ganz errassen, mich aus dem Konzept zu bringen. Die Krawatte vom Kollegen ist doch sehr, sehr telegen. Ihre Krawatte? Nein, ist fad. Die ist vom Vorgänger. Die ist nicht fad, die ist dezent und zurückhaltend. Nicht zu empfehlen. Ich finde Sie äußerst modern. Er muss in das gleiche Geschäft die lange Bucher geben. Rechte Wildzeile, wenn das ich mich kann in Deutschland nicht leisten. Es wird schon werden. Also er ist ja am Weg, sich zu leisten. Und wie finden Sie die Krawatte? Jetzt müssen wir das Thema wechseln. Diese Attacken gegen die gepunkteten Krawatten schneiden wir raus. Nicht nur gepunkteten, überhaupt. Schauen Sie, meine ist ja auch vom Vorgänger. Das ist diese Seide zumindest. Ja, aber hat einen viel Fleck. Zu konservativ. Ihre viel. Ich meine, da kann man nicht pressieren. Sie müssen Maß nehmen. Nein, dass ich nicht einmal die Putzerei herausbekommt. Also ich frage mich immer, was das ist. Sie müssen Maß nehmen an mir, Pinky, nicht? Ja, es ist kühn. Frau Hofrat, ja. Bitte, Kollege, das zu wer hier schwenken. War erst am Montag von den Seitenblicken aufgenommen. Da war in der Sezession diese Präsentation über Mode und Ballett und so. Und gestern hat mir jeder erzählt, in den Seitenblicken waren Sie das wirklich? Ja, ja. Herr Rusch eine gepunktete Krawatte trägt, weil er hat einmal erzählt, es gibt Krawatten, die sind so gestreift und Krawatten, die sind so gestreift. Die einen kommen aus Amerika, die anderen weiß ich nicht mehr woher, aber er wollte sich mit der Nationalität auch nicht festlegen. Deswegen hat er die gepunktete genommen, schätze ich. Es ist eine reine Vermutung. Alles denken ist. Du bist mich interviewt. Ja, ich muss dich interviewen. Okay, bitte. So.
Also am meisten interessiert uns natürlich, ob sie wieder zurückkommen aufs Institut. Was? Das Erste ist, wenn wir schon bei du sind, dann frag auch bei du. Bitte noch einmal. Also, hast du vor, wieder aufs Institut zurückzukehren? Das kommt darauf an, was sich in der nächsten Zeit für mich beruflich ergeben wird. Im Augenblick habe ich es, unmittelbar habe ich es nicht vor. Ja, wir wollen noch herzlich gratulieren zum Kästil-Wahlkampf, den du ja sehr gut geführt hast. Am 24. Mai gratulieren. 24. Mai. Deine Wahlprognose? Es wird sehr knapp werden, wird sicher sich im Bereich 51, 49 halbes Prozent auf oder ab bewegen. Das heißt, man kann nichts voraussagen. Gut. Nicht ganz. Ihr seid Student? Ja. Abbrecher? Absolventen? Das wird sich noch zeigen. Wie sind meine Uhren zum heutigen Tag? Zum Eröffnungstag? Naja, also ich war mal jetzt sehr positiv überrascht von unserem Institutsvorstand. Der hat nämlich die unterhaltsamste Rede gehalten, was normalerweise nicht so seine Art ist. Ja, sonst das Catering ist sehr zufriedenstellend. Die sind auch Studenten, die haben auch sicher eine Meinung. Nein, ich glaube, ja, ich finde das ganz toll, dass versucht hat, wirklich das Institut mal anders rauszubringen, als wie es damals im NIC war, so im Hinterzimmer oben im ersten Stock rechts. Und ja, die Worte in den Reden, die waren wirklich sehr sympathisch und zeigte irgendwelche Hoffnung für die Zukunft, weil ich es doch für wichtig halte, also die Publizistik und die Medienlandschaft irgendwo auch von der wissenschaftlichen und vielleicht als Wunschdenken kritischen Seite einfach im Auge zu behalten. Ja, irgendwie haben wir das recht kurzfristig erfahren und ich hörte von der Eröffnung des Instituts, dass dort insgesamt 3 Studenten anwesend waren und insofern ist es natürlich sehr positiv, dass heute zumindest 13 oder auch 30 hier gewesen sind und ja, in dem Sinne sind wir hier als die Vertreter und freuen uns gemeinsam. Das wäre. Eröffnung ist gut, die Geburtstagsfeierlichkeiten auch lustig? Doch, ich habe mit ein paar Leuten gesprochen, wo ich das Gefühl habe, es waren lustige Gespräche. Ja? Ich habe auch lustig gefunden, wenn Sie das so wollen, die Eröffnungsrede und auch das Referat von Herrn Busseck, weil da doch ein paar nicht nur überlegenswerte, sondern auch lachenswerte Gedanken drinnen sind. Sie haben auch ein lustiges Marschall. Ist das Ihr Stil oder ist es Zufall? Ich trage ganz selten Marschall. Manfred Poprowski ist Zeuge dafür, dass ich ganz selten sowas trage. Also nur zu besonderen Anlässen. Und heute ist so einer. Also ein besonderer Anlass für Sie. Und bleiben Sie den ganzen Tag da heute? Ich würde gerne. Ich habe selber heute noch ein Seminar zu machen. Ich habe ein Seminar unterbrochen, um hierher zu kommen. Würde an sich, wenn es mir ausginge, gerne am Abend kommen, wenn also die Absolventen sprechen. Das würde mich besonders interessieren. Ich bin aber noch nicht sicher, ob es mir zeitlich ausgehen wird. Und mit dem Buffet sind Sie zufrieden? Also man bleibt wegen Buffet trotz schönem Wetter hier? Ich bleibe wegen der Gespräche, die ich führen kann hier, aber Sie sehen, ich esse auch gerne diese Sachen, ja. Schaut auch irgendwie ganz lecker aus, muss ich sagen. Gut, was ist das? Ja, Sie könnten es ja mal Probe testen. Bitte gleich vor laufender Kamera. Hervorragend, ja. Wunderbar. Wollen Sie noch irgendwas Spezielles sagen, jetzt anlässlich der Feierlichkeiten oder Institutsmäßig? Ja. Wenn ich runtergegessen habe? Ja, gerne, wir können warten. Hier gefällt der Gedanke schon sehr gut, dass man ein Jubiläum zum Anlass nimmt, also um ein bisschen zu reflektieren und nachzudenken. Ich hätte das Gefühl, dass es ein bisschen zu leichtfertig auch gemacht worden ist. Also in den beiden Reden, die wir gehört haben, hätte ich mir schon gewünscht, dass im Laufe der 50 Jahre doch also Bergauf- und Bergabbewegungen, insbesondere die ideologischen, dass man das ein bisschen deutlicher herausgearbeitet hätte. Ja, aber es ist ja erst... Weil ich nämlich glaube, dass auch wir heute nicht ideologiefrei arbeiten und denken und das Institut nicht ideologiefrei führen. Und ich glaube, das wäre auch... Auf Wiedersehen, Frau Professor. Das wäre schon noch interessant zu erfahren. Also, inwieweit unterscheiden wir uns denn von dem, was bisher so gewesen ist, tatsächlich? Schimpfen wir nur über das, was gewesen ist? Oder haben wir also auch tatsächlich tragfähige
Wertpositionen. Ich glaube, das wäre auch ganz interessant. Ne? Aber vielleicht kommt das im Laufe der nächsten Stunden oder nächsten Donnerstage heraus. Das würde ich mir sehr hoffen. Ja. Das würde ich mir sehr hoffen, dass diese Donnerstagsgespräche schon dazu führen, das Fach gut zu reflektieren und ihm auch eine Zukunft zu geben. Ich denke, es wäre notwendig. Wie sehen Sie die Zukunft für das Fach? Ich glaube, also der Satz, den Herr Buse gesagt hat, dass also die Politik immer angewiesen ist auf gelungene Kommunikationsstrukturen, scheint mir der wichtige Schlüsselsatz zu sein. Wobei diese gelungenen Kommunikationsstrukturen ja nicht nur über die Massenmedien läuft, sondern auch das zwischenmenschliche Kommunizieren muss funktionieren. Und ich denke, das hängt unmittelbar zusammen. Wie wir in der Lage sind, miteinander zu kommunizieren, das spiegelt sich auch in den Massenmedien wieder. Und natürlich sind gewisse Rituale der Massenmedien wieder auch ausschlaggebend dafür, wie wir miteinander umgehen. Aber ich denke, es ist ein Fach, das unwahrscheinlich notwendig wird, aber es muss sich entgrenzen und ausweiten in der Themenstellung. Es kann sich also nicht nur mit den Medien beschäftigen, sondern mit all den Problemstrukturen der gesellschaftlichen Kommunikation. Das wäre mir sehr wichtig, also diese Denkausweitung. Das Ja, Ihre Krawatte ist auch sehr interessant, aber ich glaube, das Thema ist jetzt irgendwie... Das offenbart mein Inneres, wissen Sie? Aha, Sie als Psychologe, wie würden Sie das jetzt interpretieren? Seriös, aber immer das Krokodil heraushängen lassen. Verstehe. Und wie gefallen Ihnen die Feierlichkeiten bis jetzt? Na, großartig. Ich bin immer für Feierlichkeiten und ich meine überhaupt, dass man auf der Universität erheblich mehr feiern müsste. Und Sie sind ja eigentlich in zwei Richtungen unterwegs, Psychologie und jetzt die Publizistik. In welche Richtung fühlen Sie sich eigentlich mehr zu Hause? Naja, also das kann man in Kürze gar nicht so wirklich erklären, aber ich sehe mich schon als die wandelnde Interdisziplinarität, die der Herr Minister angesprochen hat und versuche das ja auch wirklich in meine Arbeit mit einzubringen. Das betrifft mittlerweile nicht nur die Publizistik und Psychologie, sondern auch ein bisschen die Theaterwissenschaft, weil ich ja dort das Boltzmann-Institut habe, also eingemietet bin bei der Theaterwissenschaft. Und es zeigt sich, dass sowohl die Studenten der Publizistik wie auch der Psychologie wie auch der Theaterwissenschaft wirklich sehr gut zusammenarbeiten können und dass diese Forderung nach interdisziplinärer Zusammenarbeit nicht etwas ist, was nicht einzulösen ist, sondern was sogar auf sehr großes Interesse stößt, weil die verschiedenen Studienrichtungen einander natürlich sehr stark befruchten können und sehr viel an zusätzlicher Information eingebracht wird. Und trotz Getränken und Buffet, woraus lässt sich irgendwie schließen, dass so wenig Studenten da sind? Liegt das jetzt am schönen Wetter oder an der Psyche des Studenten des Jahres 92 oder wie würden Sie das sehen? Das weiß ich auch nicht. Vielleicht so ein bisschen an Berührungsängsten oder der Vorstellung, wenn irgendwo der Minister auftaucht, dann schickt es sich höchstens, dass man dorthin geht und demonstriert, aber nicht, dass man unbedingt mit dabei ist. Ich kann es eigentlich auch nicht wirklich erklären. Oder möglicherweise, wir haben das in kleinerem Kreis ein bisschen besprochen, möglicherweise ist in Wien so viel los, dass so eine Einladung eigentlich keinen Hund hinter dem Ofen hervorlockt. Gut, danke für das Gespräch. Keine Konkurrenten der Wiener. Finden Sie es nicht hier viel schöner? Auch bei uns ist es sehr schön. Also, aber ich kann euch nur beglückwünschen zu dem schönen Haus. Und wir freuen uns ja, dass die Wiener jetzt auch endlich so ein schönes Ambiente haben. Das wir ja inzwischen seit 2 Jahren genießen können, in einer ähnlichen Form. Und Sie wollen vielleicht nicht nach Wien ziehen? Nein, das hat aber in erster Linie persönliche Gründe. Ich bin so mit Salzburg verwurzelt und verbunden. Ich habe gewissermaßen meine Wurzeln sogar in der Salzburger Erde verankert und daher ist das nicht in Diskussion. Wie finden Sie den Festakt? Erwartungen entsprechen? Ja, im Wesentlichen den Erwartungen entsprechen, aber es sind also relativ witzige Bemerkungen gefallen, was man ja nicht von allen Festakten erwarten kann. Und ich kann mich nur freuen für Sie. Danke fürs Gespräch. Sind Sie Publizistik-Abbrecherin, Studentin oder Absolventin? Studentin. Im zweiten Studienabschnitt? Ja. Am fertig werden. Wie gefällt es Ihnen? Gut, danke. Ja. Macht Spaß. Und Ihnen?
Ja, ich studiere es zwar nicht, aber mir gefällt es auch sehr gut. Sie haben es absolviert? Ich habe es absolviert, ja. Naja, jetzt aber schnell. Ja. Werden Sie heute am Abend auch da sein? Nein, werde ich nicht. Ja, ist der Anlass nicht besonders? Ja, der Anlass ist natürlich schon besonders, aber ich habe keine Zeit. Das ist das Problem. Und sehen Sie sich zurück an die Zeit als Student? Schon. Ja? Also stimmt das wirklich, dass es die schönste Zeit des Lebens ist? Stimmt absolut. Stimmt ganz, ganz sicher, ja. Das ist sicher so. Ja, Student sagt man irgendwie, mein Gott, in der Schule war es noch so unbeschwert und so. Ich glaube, irgendwie in der Erinnerung verklärt sich immer alles. Ne? Kann das vielleicht auch zutreffen in Ihrem Fall? Nein, das kann nicht an der Verklärung liegen, sondern an der Zeit, die man hat. Und die macht den Unterschied aus, würde ich sagen. Also sämtliche Studentenstreiks und sämtliche Freiheiten ausgelebt und genossen mit einem Wort? Habe ich. Und das kann man jetzt nicht mehr? Ja, ich bin kein Student mehr. Man kann sich ja unter die Massen mischen. Ja, das könnte ich ja. Ich könnte mich verkleiden, die Idee ist vielleicht nicht so schlecht. Besser. Als wo? Besser als überall sonst. Und warum? Wegen der Menschen, wegen der Aufgewecktheit der Studenten. Wie würden Sie die Menschen charakterisieren? Na, sie sind hamburgischer als die Hamburger. Was heißt das? Na, sie sind offen, sie haben einen guten Schmäh, sie sind Freunde. Und wenn man sie einmal als Freunde gewonnen hat, dann sind sie fürs Leben Freunde. Es sei denn, man macht einen Fehler. Sie meinen, sie passen da mitten hinein? Das weiß ich nicht, das wird sich zeigen. Ich versuche, keine Fehler zu machen. Im menschlichen Bereich. Jetzt müsste Ihnen noch eine Frage einfallen. Ja, das ist das Problem. Wissen Sie vielleicht eine? Bitte? Wissen Sie vielleicht eine? Nein. Ich meine, das war sie schon. An sich, Sie verschieben das Problem. Sie verschieben das Problem. In welchem Kurs haben Sie Journalismus gelernt? Interview? Überhaupt noch nicht. Dann werden wir das, was Sie ohnehin schon ganz gut machen, jetzt noch ein bisschen perfektionieren. Danke. Bitte? Als neuer Schwerpunkt. Schwerpunktmethoden machen wir dann. Wie überfalle ich Leute mit Interviews? Wird das noch geschnitten? Es wird, glaube ich, nicht geschnitten. Da wieder hinhalten? Und wenn Sie Nein, der Kollege hat gemeint, ich sollte Ihnen peinliche Fragen stellen. Peinliche Fragen? Mein Problem war dann, was sind peinliche Fragen? Ja, welche Fragen sind Sie für Sie peinlich? Was sollte man nicht fragen? Also wenn ich Korrektur lesen muss bei meinen eigenen Artikeln und es sind nachher 113 Tippfehler drin oder Satzfehler, das ist mir peinlich. Ist es Ihnen peinlich, weil Sie im Nachhinein hineingemacht worden sind oder weil es tatsächlich Ihre waren? Nein, wenn ich vergessen habe, Sie zu entdecken oder wenn es mir nicht gelungen ist, Sie zu entdecken. Das ist peinlich. Was sollte man besser nicht fragen? Ich weiß es nicht. Ich weiß es wirklich nicht. Sie können mich alles fragen. Eines der heißesten Themen heute sind Krawatten. Ich habe gerade Sie an uns einmal in einer Vorlesung erzählt, dass es bei den gestreiften Krawatten Unterschiede gibt. Es gibt, glaube ich, die amerikanische, die ist von links oben nach rechts unten und so weiter. Und dann haben wir uns gewundert, warum Sie eine gepunktete haben. Sie haben sich wegen der Nationalität nicht festlegen können. Stimmt das? Na, das ist bei einem Haushalt wie meinem, einem ambulanten Haushalt, muss man immer das nehmen, was noch sauber ist. Und die ist jetzt noch sauber? Jedenfalls bis da. Es hat heute keine Tomatensauce oder irgendwas Ähnliches gegeben, also es ist alles noch einigermaßen klar. Ja, aber Zeug muss man da aufpassen. Ja, und da wir nun am Nachmittag noch eine Vorlesung haben, weiß nicht, haben wir die gemeinsam? Ja, die haben wir gemeinsam. Sie findet statt. Habe ich mich heute nicht national festgelegt oder erdteilmäßig. Ich hoffe, ich komme dazu, mich umzuziehen. Dann machen wir heute ohne Krawatte. Wieso kommt aber an solchen Fest, an dem es um die 50-jährige Geschichte eines so großen Instituts geht, ein so triviales Thema wie Krawatten auf die Tagesordnung? Kontrapunkte finden Sie heute beim Herrn Bobrowski etwas größer? Ja, wir haben darüber schon diskutiert. Und bei mir? Ja. Also wir haben andere Aspekte. Die Krawatte vom Herrn Wittuch auch schön. Ja, das ist die Krawatte vom Herrn Wittuch, das darf er auch gerne hören. Glaube ich, die Übersteigerung von Lacoste. Es sind größere Krokodile. Er hat
hat nämlich seine Krawatte selber analysiert und irgendwie spricht ja so eine Krawatte immer für den Träger. Das heißt, sie sagt angeblich ziemlich viel über den Träger. Und nachdem die Träger doch irgendwie ziemlich fest mit dem Institut irgendwie in Kontakt stehen, ist es vielleicht gar nicht so uninteressant. Ne? Das ist so, das war unsere Verbindung jetzt. Und dazu darf ich eins sagen, da bin ich froh, dass ich keine kleinkarierte Krawatte anhabe. Habe ich auch hier noch keine gesehen, muss ich sagen. Es ist abgesprochen wahrscheinlich. Das sehen Sie natürlich auch an den Gästen, die heute gekommen sind. Da war nichts Kleinkariertes dabei. Das Interview dehnt sich jetzt ein bisschen sehr aus. Wir könnten das zu einem harmonischen Gespräch machen.